Hallo und herzlich willkommen, SB Mobil in Alanya. Liebe Zuschauer, liebe Alanya-Fans, ich bin heute in Konakle. Ich werde euch eine sehr schöne 4+1 Penthouse zeigen, und zwar direkt vom Verkäufer von Dr. Ulrich. Es ist ein sehr schönes Penthouse, sehr groß, mindestens 220 Quadratmeter. Wir haben hier allein die Terrassengröße, müssen ungefähr 40 Quadratmeter sein. Ist ein Top-Wohnung, sehr schön eingerichtet, direkt von ihm selber. Von hier bis zum Strand sind es gerade mal 70 Meter. Was mir persönlich sehr gut gefällt, ist, dass man hier einfach einen Weg hat, den man schnell unten zum Strand führt. Da hinten auf der linken Seite haben wir sogar noch ein kleiner Bucht, wo ich kann zusammen immer zum Fischen gehen. Ja, ist eine absolut tolle Lage. Und vor allem, man hat hier auch seine Ruhe. Es ist hier fast nie was los. Ja, wir haben hier eine wunderschöne Anlage. Wir werden auch gleich nachher die Aktivitäten zeigen. Wir haben Indoor-Pool, Outdoor-Pool, Sauna, Fitness. Ja, was haben wir noch? Billardraum und Spa-Bereich. Das werden wir euch auch noch gleich zeigen. Was diese Immobilie natürlich auch sehr viel ausmacht, ist, dass wir hier komplette neue Möbel haben. Er hat auch viel Geld reingesteckt und auch ein bisschen Renovierungsarbeiten durchgeführt. Und vor allem, was mir hier persönlich sehr gut gefällt, dass es direkt natürlich von dem Verkäufer ist. Das heißt, bei einer Besichtigung, da können wir uns natürlich auch gerne zusammen hinsetzen. Und wenn es zum Verhandlung geht, dann können wir uns zusammen alle ans Tisch setzen. So arbeiten wir. Ja. Wir gehen jetzt gleich zum Eingangsbereich und starten direkt los. Ja, wir haben heute ein bisschen windig. Auf der linken Seite haben wir ja, schwarze Wolken. Kannst du mal kurz zeigen. Und hier auf der linken Seite haben wir noch schönen Sonnenschein. Also wir gehen jetzt direkt raus, direkt zum Eingangsbereich und dann dort starten wir gleich los. Also bis gleich. So, liebe Zuschauer, ich bin hier direkt im Eingangsbereich. Da vorne ist unser Eingang, unsere Parkplätze. Das sind private Parkplätze nur für diese Anlage. Ja? So, wenn ich dann sage, wir sind in der obersten Etage, da fragen sich viele Leute, ja, aber wir sind hier im EG. Ja? Wir haben hier dann -2, -3 und -4. Das hier ist unser Eingang. Da haben wir sogar richtig schöne Rampe hier stehen. Ja, und zum Poolbereich gelangen wir durch unseren Aufzug runter. Da können wir auch mal kurz von hier aus zeigen. Ja, auf -3. Sieht auch schön aus. Ja, wir haben hier durchgehende Verglasung. Sieht top aus, wenn man runterfährt. Die Zwitschgeräte von unseren Klimaanlagen befinden sich draußen. Wir haben hier Mitsubishi-Klimaanlagen. Sehr angenehm. Jetzt gehen wir mal hier rein. Home Sweet Home. Mach mal die Tür zu. Wie ihr auch seht, schöne Holzoptik führt hier. Er hat hier extra noch unten schön mit weißem Rücktreppenband, sodass wir es hier mit einem Holzoptik sehr toll harmoniert. Wir haben hier Use-Optik, echtes Holz, und tolle Möbel, absolut mein Geschmack. Ja, mit dem Metallteilen an den Schränken, sieht sehr schön aus. Passt auch sehr gut zu der Wohnung. Wir haben hier komplette Etagen, komplette Wohnbereich, auch Badezimmer, Fußbodenheizung. Finde ich angenehm. Badezimmer mit Tageslicht ist nicht überall üblich. Er hat seine persönliche Radio hier stehen. Ja, wir haben hier Waschbecken, wir haben hier eine Duschkabine und unsere WC. Ja, hier ist ein bisschen klein, ist ja auch ein Gemeinschaftsbadezimmer. Das hier ist unser Schlafzimmer für diejenigen, die faul sind, nach oben zu laufen, können natürlich auch gerne hier Quartier einlegen. Wir haben hier auf der rechten Seite einen großen Kleiderschrank stehen. Von hier aus hat man ebenfalls sehr schön Blick auf die Anlage, genauso hier ans Meer. Wir haben überall Fliegengitter dran. Unsere Klimaanlage, wie gesagt, von Mitsubishi. Das hier ist keine Alarmanlage, das sieht aus wie eine Alarmanlage. Das ist es aber nicht. Das hier ist eigentlich für den Frischluftzufuhr. Moment, nicht, dass ich das jetzt kaputt mache. Ich mache es lieber zu. Wenn man das runterklappt, hat man so ähnlich wie einen Ventilator. Wenn die Klimaanlage läuft, ist ganz wichtig. Ja, und der läuft ja zum Beispiel gerade in der Nacht komplett durch, dass man hier eine frische Luft reinbekommt, weil die Klimaanlage pustet ja immer die gleiche Luft rein. Ja, der kriegt ja keine Frischluft. Und durch diesen Anlage oder beziehungsweise durch diesen Ambientica kommt ja eine frische Luft rein, so dass sie auch ein bisschen Luft zirkuliert, erstens, und dass sie hier keine schwitzigen Klimaanlage, weil dann tropft es ja runter. Ja, wir haben hier auch elektrische Rollläden, ja, hoch, runter. Die Klimaanlage kann man hier einstellen. Und das hier ist unser Wohnzimmer und unsere offene Küche
Esszimmer. Sehr groß. Ja, wir haben hier ebenfalls die gleiche Möbelsorte stehen. Sieht toll aus, gefällt mir auch. Die Klimaanlage hört man kaum. Ja, ist ja ganz neu. Und Mitsubishi ist ja einer der besten Hersteller. Auch hier mit dem ganz schönen Holz- und Metalloptik. Finde ich sehr angenehm. Die kann man natürlich hin und her schieben. Es bleibt alles da, wie es da steht. Wir haben hier Nubuck Holzledersitz. Insgesamt für 6 Personen auf diese Seite und 6 Personen auf diese Seite. Die kann man hier auch auf und zu klappen, sodass es praktisch nur Sitz ist oder dass man sich auch hier gemütlich hinlegen kann. Ebenfalls auf diese Seite. Ja, wir haben hier auch noch Lautsprecheranlage, großes Fernsehen. Übrigens, da habe ich gar nicht nachgefragt, von welchem Hersteller. LG. Nicht schlecht. Ja, LG ist eine gute Marke, was Fernseher betrifft. Wir haben am Boden 60x60 Fliesen. Das hier hat er natürlich nachträglich machen lassen. Sieht sehr schön aus. Passt. Auch die ganzen Dekos werden hier bleiben. Nur die persönlichen Sachen werden mitgenommen. Ebenfalls hatte ihr auch einen Steinoptik und genau auf diese Seite. Wir haben hier einen Echtholztisch, Esstisch. Insgesamt für 4 Personen. Klar, wenn man jetzt weiter rüberzieht, könnte auch 6 Leute hier gemütlich essen. Große Küche, braucht auch einen großen Insel. Ja, das ist auch nicht schlecht. Hier kann man gerne kochen. Da oben haben wir unsere Blanco Abzugshaube, Siemens Herd, Siemens Spülmaschine, unsere Mikrowelle, Backofen und unser Kühlschrank ist ebenfalls von Siemens. Wir haben hier komplett elektrische Rollläden übrigens. Komplett. Ja, sieht auch toll aus. Unser Balkon streckt sich komplett. Wir waren ja vorhin draußen, wir haben ja dort gestartet. Jetzt gehen wir gleich wieder raus. Mein Hemd fliegt umeinander. Ja. Draußen haben wir ein bisschen windig. Sieht aber schön aus. Passt. Es ist auch mal schön, dass es mal windig ist. Ja. Und wir haben richtig angenehme Temperaturen momentan in Alanya. Richtig toll. Sehr groß. Kahn, wie viele Meter sind denn das? Augenblick, das muss ich mal ausrechnen. Wie viele Schritte? Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Schritte. Und ungefähr 8 Schritte. Die Breite. Da hinten haben wir nochmal eine Fläche. Man könnte natürlich auch komplett zumachen oder hier einfach Markise bis hier rüber und abends hier die Zeit verbringen mit einer tollen Aussicht. Herrlich. Gefällt mir. Absolut top. Sieht toll aus. Ja. Und er hat natürlich was dabei gedacht. Sogar beim Blumentopf hat er eine eckige Blumentopf hingestellt. Gerade weil es hier auch gut passt. Am Runde würde es gar nicht gut aussehen. Finde ich. Ja? Die Deutschen denken halt fein. So, jetzt gehen wir mal wieder rein. So schaut unser Wohnbereich aus. Sehr toll. Hier werdet ihr natürlich auch die meiste Zeit verbringen. Entweder direkt am Meer, am Pool oder in eurem Wohnbereich. Im Winter habt ihr hier auch richtig toll angenehme Temperaturen, weil es ein kompletter mit Fensterfront. Ihr müsst noch nicht mal die Klimaanlagen anmachen, um zu heizen, sondern tagsüber habt ihr richtig tolle Wetter drin, richtig angenehme Temperaturen. Ihr könnt hier auch IK mitbekommen. Das heißt, ihr könnt auch hier die 200.000 Dollar Eintrag machen lassen. Ist gar kein Problem. Ihr könnt auch ganz Jahr über hier bleiben. Jetzt gehen wir gleich nach oben. Dann zeige ich euch den Schlafzimmerbereich und unseren Balkon. Und unsere 2 Badezimmer und anschließend gehen wir dann raus und zeigen die Anlage. Also bleibt dran, bis gleich. Wir sind jetzt auf dem oberen Etage, das sind 3 Schlafzimmer und 2 Badezimmer und ein Balkon. Gleich wenn man oben kommt, auf der linken Seite haben wir unsere Badezimmer stehen. Wir haben hier unser erstes Schlafzimmer. Ebenfalls mit Used Look. Sieht auch schön aus. Hier hinten passt alles. Da haben wir sogar so eine kleine Ablage. Da kann man auch sein Telefon hinstellen oder wenn man Buch liest oder sonst irgendwelche Abend. Ja, wenn man hier natürlich eine Ablage hat, ist es toll. Dann steht es nicht oben oder an den Seiten irgendwo, sondern richtig toll versteckt. Dann haben wir hier so einen kleinen Kleiderschrank. Finde ich auch schön. Richtig schön niedlich. Ja. Absolut top. Nicht schlecht. Hier ebenfalls in jeder Etage, in jedem Zimmer ist eine Mitsubishi Klimaanlage.
Ja, das kostet hier Geld, ja, und zwar nicht wenig. Dann haben wir hier ebenfalls unsere Temperaturregler für unsere Fußbodenheizung und hier haben wir unsere, ja, für Rollläden hoch, runter. Hier rechts haben wir noch unsere Schlafzimmer, unsere Kleiderschrank, sehr groß, mit Spiegel. Wir haben hier zwei separate 90 cm Betten, also 1,80 bis 2 Meter breit. Ja, die kann man natürlich auch auseinanderschieben. Das hier ist das Gästeschlafzimmer. Hier haben wir ebenfalls sehr schönen Meerblick. Und auf der rechten Seite befindet sich unsere Anlage, unsere ganzen Aktivitäten. Da gehen wir nachher raus. Ja, ich zeige euch alles. So, jetzt laufe ich mal weiter. Stand ich gerade im Weg. So, das hier ist unsere Master Bedroom. Großes Badezimmer. Auch sehr toll. Waschbecken. Da haben wir unsere Badezimmer. Das ist so ein türkisches Badezimmer. Das hier ist ja so ähnlich wie eine Sauna. Da lässt man Wasser rein. Für diejenigen, die Probleme mit dem Hüft oder mit den Beinen haben, kann sich auch dort hinsetzen. Wasser reinfüllen und mit Gießkanne. Hört sich lächerlich an, aber bei uns war das natürlich auch üblich. Man ist auch mal froh, wenn man sowas hat. Ja, man muss nicht die ganze Zeit stehen beim Duschen. Dann haben wir hier einen Spiegel, Unterschränke, unter Badezimmerschrank. Sehr schön, sehr groß. Wir haben hier noch ein Schlafzimmer. Das hier wäre natürlich mein Master Bedroom. Auf jeden Fall. Aber er nutzt es hier als Office aus. Meine Meinung nach, Gandhi, jetzt kommt wieder meine Meinung. Ist ja nicht schlimm. Da hier diesen Bereich. Also wenn ich als Office benutze, würde ich hier als definitiv als Office benutzen. Top, hier sitzen. Ja, er hat nichts dagegen, wenn ich mich da hinsetze. Hier arbeiten. Kahn, kannst du mal kurz bitte eine Aussicht mal kurz zeigen? Also ich glaube, das wäre das beste, schönste Büro überhaupt, die ich in alleine gesehen habe. Ja, ebenfalls hier an den Wänden, richtig schön mit Steinoptik. Sieht auch toll aus. Und dieser Bereich würde ich dann trennen. Ja, diese lange Sofa würde ich hier hinstellen, rechts und links diese kleinere Einzelsofas und ein großer Fernseher dorthin. Das wäre für mich sozusagen mein Kinoraum. Vielleicht. Ja, jeder hat einen anderen Wunsch. Hier haben wir ebenfalls richtig schöne Bücherregal stehen. Ja, auch ebenfalls mit Holzoptik. Ich finde das richtig toll. Könnt den ganzen Tag damit beschäftigen. Sieht ganz toll aus. Ja, so schaut es hier auch aus. Ebenfalls hier sehr schöne Mitsubishi-Klimaanlage. 60 auf 60 fließen. Großer Arbeitstisch. Hier hinten haben wir auch richtig schön passende Büromöbel stehen. Jetzt gehen wir mal kurz raus aufs Balkon. Da ist es jetzt nicht mehr so windig. Ja, die Breite müssten ungefähr hier auch 8 Meter sein. So schaut unsere Immobilie aus. Nicht zu vergessen, wir haben hier elektrische Markisen. Die kann man auf- und zuklappen, sodass man auch draußen gemütlich sitzen kann, wenn es sehr heiß ist. Ich kippe die Eckdaten noch einmal durch. Mindestens 220 Quadratmeter Wohnfläche, 4+1, 3 Badezimmer, großen Wohnbereich, offene Küche, alle E-Geräte und alle Möbel sind komplett neu. Ja, er hat ja auch hier vieles investiert und hat auch vieles selber gemacht. Ob es jetzt die Markisen sind, ob es jetzt die Wände aus dem Steinoptik und ob sie auch komplette Reinigung, genauso zum Beispiel Außenfassade zu streichen sind. Von hier bis zum Strand sind ja gerade mal 70 Meter. Einfach dann hier den Weg entlang laufen und da unten, genau das kann man auch kurz zeigen, da ist kleine Steg, so ein langer Steg. Da ist unsere Angelplatz. Finde ich ganz toll. Der Verkaufspreis für diese Immobilie beträgt 415.000 Euro. Vor mir hatte hier noch eine Immobilienmaklerin, hat die auch ein Video gemacht. Die hatten auch hier Exklusivverkaufsrecht. Die hat damals einen höheren Preis angegeben, aber das war durch den Verkäufer. Und er ist jetzt mit dem Preis runter auf 415.000 Euro. Ja, also nicht gleich sagen, oh, der Schein bietet es noch günstiger an. Nein, wir bleiben fair, wir bleiben transparent und ich möchte niemanden schlecht machen. Damals war der Preis ein bisschen höher. Und er ist mit dem Preis jetzt runter und wollte mir einfach Bescheid geben. Schahin, so und so schaut's aus. Ich möchte niemanden schlecht machen. Wer sich dafür interessiert, kann sich bei mir gerne melden. Wir sind aber noch nicht fertig. Wir gehen jetzt raus und zeigen die Anlage. Also bleibt dran, bis gleich. Wir stehen jetzt draußen an der Anlage. Das sind unsere Parkplätze. Hier rechts kann man parken und hier links
kann man ebenfalls hier parken. Wenn man größere Einkäufe hat, kann man kurz reinfahren, seine Sachen, Einkäufe kurz rausbringen, ja, und dann wieder zurückfahren. Hier rechts haben wir unsere Sicherheitspersonal, die abends auch hier stehen. Das sieht hier auch toll aus. Da ist ein Springbrunnen. Vorhin ist es angegangen und jetzt ist es aus. Ist ja nicht schlimm. Hier unten haben wir unseren Barbecue-Bereich, Aufenthaltsbereich. Was ich toll finde, ist rechts und links komplett mit Grün, mit Pflanzen, mit Bäumen, mit Lebensbäumen. Sieht auch toll aus, sehr gepflegt. Hier haben wir unseren Billardtisch und unsere Dart und unsere Tischkicker. Die ist aber zu. Man gelangt natürlich nur mit der Karte rein. Ja, man bekommt eine Karte und kann man hier aufmachen und da drinnen die Zeit tätigen. Das sind ja auch Block C, Block A, Block B. Das sind ja rechts und links, ja, das sind die Apartments hier in der Anlage. Und unser Apartment befindet jetzt gleich nach dem Eingangsbereich hier auf der rechten Seite, in E-Block. Auf der rechten Seite. Also nicht da oben, wo man dann, nee, von mir aus rechts. Da drüben ist links. Ich weiß es, ja. Rechts, Entschuldigung, links und rechts. Ich kenne mich da aus. Ja. So schaut es hier aus. Da kann man natürlich auch mal kurz die Anlage genau mal zeigen. Auch schön mit einer Pilzform geschnittene Lebensbäume. Da unten haben wir unsere Meer stehen. Ja, sie bewässert gerade hier die Anlage. Ist top gepflegt. Ist top gepflegt, sehr sauber. Und die achten hier drauf. Merhaba. Sıkıntı olmaz, değil mi, videoya çıkarsan? So. Ja, von hier gelangt mal runter zu unserem Pool. Anlage. Hier rechts haben wir unseren Fitnessbereich. Ja. Können wir auch aufmachen. Können wir mal kurz rein. Dass du mal kurz mal gezeigt hast. Sehr schöne Anlage. Ich kenne die Anlage sehr gut. Da gab es hier auch 2 plus 1 zu verkaufen für 240.000 Euro. Das hier ist unser Eingang. Zu unserem Spa. Hier haben wir unsere Indoor-Pool. Da ist noch Wasser drin. Haben sie zugemacht. Das wird ja erst in 2 Monaten aktiv. Das heißt, ihr könnt im Winterzeit hier sogar schwimmen. Das hier ist das Rezeption. Ist natürlich fast niemand da. Und ebenfalls haben wir unsere Rezeption hier stehen. Kann bitte aufpassen beim Runtergehen. Hier rechts haben wir unser Dampfbad. Da drüben haben wir unsere Sauna stehen. Und hier haben wir unsere Duschen. Können wir kurz mal zeigen. Die Anlage ist von 2014. Und man zahlt hier circa 100 bis 110 Euro pro Monat Hausgeld. Und das hier ist unsere Dampfbad. Jetzt gehen wir mal raus. Zeigen unsere Außenpool. Wir laufen jetzt zu unserem Pool. Ah, übrigens, nicht, dass ihr denkt, hier wird nicht gekehrt oder gepflegt, sondern das sind Begonvil-Pflanzenblüten. Ja, um die Jahreszeit fangen sie an zu fallen. Ja, da muss man halt jeden Tag fegen. Und die Arme oben macht ja schon viel Arbeit. Nichtsdestotrotz muss es auch noch aufgeräumt werden und sie ist auch dabei. Ja, wir sind jetzt hier in unserem Poolbereich. Toll, absolut toll. Gefällt mir auch sehr gut. Man kann hier auch mit dem Rampe runterfahren. Das hier ist unser Kinderpool und das hier ist unser Erwachsenenpool. Die liegen sind immer noch da. Die werden wahrscheinlich Anfang, Ende Oktober, die ganzen Liegen werden wieder zurückgenommen, das Wasser abgelassen, ja, und dann wird hier dann zugemacht und oben dann Indoor-Pool wieder an. Da kann man von hier aus mal auch mal kurz zeigen, wie es von hier aus schaut. Richtig ganz toll. Das hier ist unsere Poollandschaft. Wir haben hier auch ebenfalls sehr schön Meerblick.
Liebe Zuschauer, das ist das, was ich heute präsentieren durfte von Dr. Ulrich. Ich freue mich auch, dass ich das als Exklusivverkaufsvertrag oder Verkaufsauftrag habe. Es ist ja so, dass viele Immobilien hier auch von vielen Immobilienmaklern auch angeboten werden. Wichtig ist immer ein Vertrag, Käufer, Verkäufer und der Immobilienmakler, dass auf einem Vertrag alle drei Unterschriften drauf sind. Dann ist es auch rechtens. Das heißt, gesetzlich gesehen habt ihr auch alle Rechte. So schaut es aus. Und wenn Sie noch Fragen über diese Immobilien haben, einfach nur anrufen, einfach nachfragen und wir führen eine Besichtigung. Das reicht schon, wenn Sie einen Tag vorher Bescheid geben. Wer sich dafür interessiert, kann sich gerne bei mir melden. Bis zu meinem nächsten Video. Alles Gute.